Und damit herzlich willkommen zur Plague Tale Requiem. Der neue Teil ist jetzt endlich da und wir spielen das natürlich durch. Ich will ja wissen, wie es da in der Geschichte weitergeht. Kleine Info, rein zum Technischen. Wir spielen natürlich hier in 4K und die Grafikpower ist eine RTX 4090. Ebenso in den Optionen ist alles auf Ultra. Und ich habe Nvidia DLSS auf Qualität eingestellt und dieses neue DLSS zur Frame-Erstellung ist auch mit an, was jetzt ein neues Feature von der 40er-Serie ist. Da werden wir noch sehen, ob ich das anlasse oder nicht, weil da kann es dann teilweise sein, dass man da Artefakte sieht, wenn das an ist. So mit der Einstellung läuft das Spiel mit weit über 100 FPS. Wenn ich beides ausmache, dann kriege ich ungefähr 60 FPS hin. So viel mal zu dem. Doch sei dazu gesagt, Akt 1 habe ich schon gespielt und auch aufgenommen, aber die Aufnahme war leider sehr schlecht, deswegen spiele ich jetzt hier mit euch noch ein zweites Mal durch und ja, deswegen ist ein bisschen der Überraschungseffekt zumindest beim Akt 1 bei mir weg. Aber ich sag's euch, das wird super werden und das Spiel ist so wunderschön. Unter einer neuen Sonne. Für mich. Los, fangt uns doch, Zauberer. Hey, entspann dich. Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt acht, Zauberer. Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Amicia! Und jetzt dürfen wir hier endlich selber spielen und schaut euch mal diese Grafikpracht an. Es ist unglaublich schön. Und die ganzen Details. Wahnsinn! Und auch hier die Landschaft. Was ist das an? Eine Burg. Da will ich hin. Ja! Also gut. Dann mal schnell. Nee, ich will jetzt nicht rennen. Ich meine. Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Man könnte hier einfach nur mal stehen und einfach die Landschaft genießen. Das ist ein Traum. Also, da haben die Level-Designer wirklich gute Arbeit geleistet. Irre. Besten hier von überall Screenshots machen. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Dann schnapp ich euch, König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt. Komm, Amicia, die Amazone. So, und jetzt können wir mit ihm Verstecken spielen. Wir brauchen ein gutes Versteck. Eins, gut, behalten zwei, wir ihn im Auge. Drei, ja, wenn er kommt, vier, fliehen wir. Fünf, sechs, sieben, ich würde sagen, hier acht, unten. Dann können wir ihn beobachten. Zehn. Ich komme. Er kommt, er kommt. Der Heimtückische, schwöre, dass ich aus euren Zähnen Eintopf mache. Wie köstlich! Das ist eklig.
Ah, jetzt steht er da links. Hoffentlich sieht er uns doch den Spalt nicht. Wo könntet ihr sein? Aber ich glaube, er lauft nämlich hier auf die Ecke hin. Ja. Weißt du was? Wir sollten ihn jagen. Oh ja. Du hast dich so erschreckt. Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Und ich glaube, es ist nicht sehr viel Zeit vergangen zwischen dem ersten Teil und dem Teil hier. Aber das wird dann eh später noch gezeigt, also dürfte kein großer Unterschied gewesen sein. Oh, darf ich da hochklettern? Klar, fall nur nicht runter. Tu ich nie. Ja, klar. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Ich meine, allein schon hier wieder die Burg. Es ist Wahnsinn, wie geil das aussieht. So schön. Hammer. Also wenn ihr könnt auf YouTube, schaut euch das Video in 4K an. Oder und hier ist Wasser. Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein. Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zu Befehl. Meine Schleuder. Und das ist quasi das Tutorial für die Schleuder. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein Kind. Versenkt. Ja, mach weiter. Das sind noch mehr Schiffe. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Und zumindest hier im Akt ja, 1 haben wir König. Da unendlich sollen viele Steine. Kommen. Ich zermalme sie. Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Denn wir sind das Haus der Ruhm. Und wir kriegen Besuch. Hallo. Oh, hallo? Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber wer bist du? Tonon, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tonon? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Und jetzt geht's zur zweiten. Wow, du schießt gut. Du bist gut. Aber da kommen noch mehr. Ja, ich weiß, ich habe die Übung drin. Sie. Unsere Verteidiger sind zu stark für sie. Ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Keine Zeit zu verlieren. Ah, es ist schon irgendwie süß. So, verpasst ihn den Gnadenstoß, Tonner. Oh, das ist aber ein großer Stein. Oh nein, Hugo, geh in Deckung. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tonon. Und wir sehen jetzt schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tonon war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Das da, es gibt ja auch wieder diesen Fotomodus. Den finde ich wieder mega geil.
Da kannst du hier wieder die Fotos machen. Ui, Anzeigen verbergen. Kannst hier deine Fotos machen. Hammergeil. So, ich würde sagen, was kann man denn hier nochmal? Sichtbarkeit. Charaktere, Tiere, Hugo. Anpassungen. Okay, da kann man dann ein bisschen mit dem Filter spielen. Aber es ist schon Hammer, wie es aussieht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders, ich weiß es. Das hoffe ich. Ah, es wird garantiert schief gehen, ansonsten gibt es das Spiel hier nicht. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß, ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha, du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Ja, es ist keine kleine Anlage. Na klar, ich bin bereit. Jetzt, Angriff! Was? Alte Zugtor hier? Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Ah, sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Aber in alten Ruinen rumzulaufen, ist gefährlich. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Genau wegen sowas. Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia. Ah, und jetzt geht's aber gleich los. Hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Ja, aber dem Besitzer glaube ich jetzt nicht gefallen, dass man hier was kaputt gemacht hat. Das riecht wie ein Feuer. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe, das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg, leise. Es war, es könnte doch alles so schön sein und friedlich, aber... Wo sind denn die Leute? Sie zwei schaffen es halt immer... in Probleme reinzulaufen. Hier lang. Da haben wir auch schon die erste Leiche. Amicia. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe, ich schneide euch in Stücke! Und die Flucht. Kommt zurück! Wir müssen raus! Die Tür! Oh, nein, nein! Komm! Okay. Hier. Ah, da... Er verfolgt uns noch! Wir müssen einen Ausgang finden! Ihr seid zu weit gegangen! Dieses Mal lassen wir euch nicht... Hier lang, da passt ihr nicht durch! Schnell! Komm, weiter! Nein, überhaupt nicht! Schnell! Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Schnapp ihn! Halt! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast? Nein! Oh Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen! Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Na, ich glaube, die sind einfach nur extrem angepisst, dass da hinten jemand die ganzen Bienenstöcke angezündet hat. Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Horn? Jetzt drüber, los! Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt! Scheiße, nein. Nein, das Haus. Gut gesehen. Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja. Hier verstecken wir uns. Eklig. Nee. Das ist ein Blutbad. Gott. Vorsicht. Heul hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von Ihnen in der Nähe. Hilf den anderen.
Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal! Ich... Er geht nicht weg. Ich mach was schon. Was soll's? Wir erwarten, dass als er weiter runtergegangen ist. Das Ganze ist ja noch ein bisschen zu toll hier. Das sag ich dir. Denn wir müssen sie nicht alle töten. Hier haben wir wieder die Werfenfunktion, dass wir hier die Leute ablenken können. Okay. Ich muss hier schleunigst weg. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg. Schnell jetzt. Nein, nein. Oh, der arme Hund. Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber. Sofort. Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Oh nein. Hier lebt er noch. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Versuchen wir es mal hier. Immerhin haben sie die hier halt, nicht beschädigt. Warte. Ich hoffe, wir erfahren es noch, wer hier reingegangen ist. Aber ja, keine 10 Minuten im Spiel und schon gibt's Ärger. Oh fuck, Bienen. Er kommt. Was zur Hölle? Los geht's. Er hat uns fast gesehen. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. So, dreht er sich nochmal um oder bleibt er da? Genau wie vorhin. Rein gar nichts. Der versteckt sich hier irgendwo. Okay, wir gehen runter. Also, boah, ich war so nervös mit Bienen. Ich, nachdem ich da allergisch bin, ich bin da sofort weg. So, und hier müssen wir dann gerade nochmal ablenken. Amicia, die Töpfe. Könnte klappen. Okay, den anderen Topf nehmen wir auch noch. Irgendwie so hin. Ich hab ne Axt. Pass bloß auf. Jetzt lauf schnell. Heilige, schützt mich. So, einmal hier unten drunter. Aber ich glaube, wir hätten auch seitlich rumlaufen können. Gut, Luft ist rein. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Nein, abgeschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Ja, ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wär's anders lieber. Okay, Alt drücken und E. Dann können wir ihn da losschicken. Vorsichtig. Keine Sorge. Bitte nicht entdecken lassen. Ich glaube, das könnte man auch ganz gut mit Controller spielen, aber ich bleibe jetzt mal bei Maus und Tastatur. Hat aber beim ersten Teil sehr gut funktioniert. Ganz schön schwer, aber du kannst sie jetzt ausmachen. Ja, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie Donner gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihn nicht. Ach, doch mal diese Liebe zum Detail. Es sieht einfach so authentisch aus. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Wahnsinn. Still. Sie könnt einfach nur dastehen und mir die Sachen anschauen. Das ist echt schön. Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Hallo, Schweinchen. Rauf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir. Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest doch. Ja, das ist eine ganz schlechte Idee. Autsch. Stop,
Er wird sauer. Und er kann nach wie vor die Ratten beschwören. Aber ja, ich hoffe, das mit dieser schwarzen Pest und diesen Ratten wird noch weiter erklärt, denn im ersten Akt, also bis in den ersten Teil, hat sie einfach so abrupt geendet und irgendwie war dann Friede, Freude, Eierkuchen, als sie da gegangen sind, aber die schwarzen Ratten waren ja noch da. Und sind sie ja nach wie vor. Schöne Phönix. Amicia? Tu mir nicht weh. Wo sind wir? Nein! Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Er hat wieder seinen Anfall. Warte auf mich! Wahnsinn! Bist du ganz das, allein hier? Das könnte ein echtes Foto sein hier. Wo ist Amicia? Sieht so realistisch aus. Krass, was heutzutage alles geht. Alter, die Felswand hier? Nein, ich meine, würde ich doch gar nicht, wenn es ein Foto machen. Ich könnte mir jetzt nicht sagen, ob das jetzt Spiel ist oder echt. Komm, Kleiner, du kriegst es hin. Kann leider nicht schneller gehen. Wo willst du hin? Ich muss zurück. Ich muss zu Amicia und Mama. Das müssen wir dir mal irgendwie helfen. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Oder auch das hier. Amicia? Also, Mama? Das Ding ist so eine Grafik, da geht man 200 Meter und kommt aus dem Staunen nicht raus. Das ist Wahnsinn. Mir geht's schlecht. Aber auch der erste Teil war wirklich, wirklich schön. Es tut weh. Du schaffst es, Kleiner. Nicht mehr weit. Bitte, bitte. Hör auf zu schreien und hilf mir. Hilf mir. Such sie. Hilf mir. Oh no. Komm, ab ins Wasser. Sterbe ich jetzt? Nein, keine Sorge. Sonst wäre das Spiel schon weg. Vorbei. Sterben. Es ist das Wasser. Du hast
hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Ja, das war jetzt ein schöner Moment mit dem Phönix. Und vermutlich in der echten Welt hat man ihm einen Trank oder so gegeben. Ist jetzt meine Interpretation von davon. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War's wieder dein Traum von der Insel? Ja, ach, den war der öfter. Ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass also rein so vom Setting her, muss ich gerade ein bisschen an Herr der Ringe denken, auch wenn das hier in Frankreich ist. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Aber gleich wird es hier nicht mehr so schön sein. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Ja, ja. Und jetzt gibt's Stress. Komm her! Oh, nein, wartet! Amicia! Du, halt den Karren auf! Es war ja klar, dass wir natürlich keine Ruhe haben. Nach der Aktion in der Burg drin. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Genau hier. Weiter. Bleib auf, unten. Auf, lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Nein, geht bitte nicht in die Felder rein. Vorsicht, sie ist gerissen. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Wir haben Gesellschaft. Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Ja, gut. Alles gut. Krieg mal hin. Sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Oh, Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab. Zur Not rufen wir einen Priester. Nicht aufgeben. So, schnell darüber. Ohne dich sind sie tot. So, aber ablenken, glaube ich, geht noch. Ja, Stein werfen. Müssen noch irgendwo hier sein. Weg. Oh, er von da oben hat mich gesehen. Ja, klar. Wo seid ihr? Kommt raus! So, du drehst dich bitte wieder um. Er dreht sich auch um. Ja, jetzt schaut er natürlich ins Feld rein. Warten, bis er sich umdreht und er nicht nach oben schaut. Dann können wir ins nächste Feld da runter. Der hat sich umgedreht. Aber er schaut noch nach oben. Okay, und los. Sehr gut. So, und du gehst jetzt bitte wieder nach oben. Ich weiß, dass
da drüben sein. Ja. Sie ist hier. Du brennst alles nieder. Was zur Hölle? Egal. Du hast meinen Sohn ermordet. Spur. Nein, nein, nein. Fuck. Schnell weg hier. Das Haus. Holy shit. Aber es sieht halt so geil aus. So, schnell rein da. Tut mir leid. Na los. Die anderen sind den Hügel runter. Sie leben noch. Der Wald. Oh, da ist unser. Oh, holy shit. Schnell, hol die Schleuder, hol die Schleuder. Na los. Ja. Zurück. Autsch, autsch, autsch. Oh, das ist nach wie vor irgendwie Tutorial. Mistkerle, ihr musstet ja wiederkommen. Was habt ihr jetzt davon? Komm, beweg dich. Ey, Mann, was für eine Atmo jetzt hier. Steht einer. Ah, komm her. Ah, noch mehr? Ja, da hinten. Es wird sicher gehen, dass man hier keinen umbringt, aber so geht's gerade ein bisschen schneller. Da links rum. Nehmen wir auch mal mit. Und? Keiner mehr da. Okay. So gut gerade. Ich glaube, ich werde mir den Soundtrack so runterholen. Das war der Anfang von Black Tail Requiem. Oh, ich freue mich schon so. Es wird wieder ein Fest und wir starten in Akt 2 Neuankömmlinge. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr.
Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Chateau d'Ombrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Wildfleisch, Schwein! Frisch aus den Flüssen! Wow. Heute Morgen ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Okay, aber das schauen wir uns in Episode 2 an. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, was willst du und denn sehen? Wenn dem so ist, macht's auch einen Daumen nach oben da. Bis bald und ciao. Ziegenmilch, frisch gemolkene Ziegenmilch. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.